Sin's Creed Syndicate. Origins, meine ich. Origins, Origins, nicht Syndicate. So, Moment, ich füll mal hier die Pfeile auf. Also, jetzt geht es. Wahrscheinlich hatte ich im Kampf im letzten Part einfach nur nicht die Geduld, da drauf zu klicken, in Ruhe. Ich wurde ja von diesem krassen Typen hier verfolgt. Wo liegt er denn? Ist schon verschwunden. Ne, da ist er doch. Und wenn ihr jetzt die Aya mal... Ma! Ja, das zeigt ihr gerade nicht an, die Energie. Die ist eben nicht so stark wie der Bayek. Schön schnell und wendig, aber der Kampf war krass. Und außerdem, ich habe den letzten Part so abrupt dann auch beendet. Gut, waren eh schon 19 Minuten. Aber ich hatte auch richtig Knast. Und jetzt spiele ich weiter. Ich habe jetzt erstmal schön Nudeln gemacht. Ganz einfach, ging schnell, simpel. Soße dazu. Aber so mit knurrendem Magen lässt sich's echt nicht gut zocken. Oh komm. Dann nimmt man vielleicht erstmal nur eine Seite. Halbiert dann schon mal das Ganze. Vom Gewicht und der Schwierigkeit. Ich muss ja noch höher, ne? Warte, ich muss schauen, wo kann ich klettern? Ich habe ja Zenu nicht. Da müsstet ihr aber eigentlich klettern können, oder? Du hast ja immer noch so zwischen... durch diese Stufen hier. Ja, Stufen sind das ja gar nicht. Wie nennt man so eine Art Sims? So, auf jeden Fall, es ist schon hier richtig krass. Ich glaube doch, das ist echt das höchste Gebäude. Ich meine, klar, aber wir waren ja auch schon mal an den Klippen bei Siva. Boah, das sieht aber richtig cool aus von hier. Wir können von hier bis... Warte, oh nein, nicht ins Feuer. Da hinten sehen wir die Pyramiden von Gizeh. Das ist über meinem Kopf, das ist der Mauritiussee. Alexandria. Mit Hafen. Wir sehen auch da, jetzt über meinem Kopf, das Hippodrom. Und da ist eigentlich Norden und da müsste der Polarstern sein. Oh, wo bin ich? Achso, hier bin ich jetzt. Genau, aber wir machen mal weiter. Wir gehen jetzt hier rein. Ah, guck mal, das ist Holz. Das haben die damals hier oben verfackelt. Aber es ist bis heute nicht klar, ob die wirklich Holz genommen haben. Um diesen Leuchtturm zu entfachen. Das ist wirklich ein Riesending, ey. Das ist ja eins der antiken Weltwunder. Aber wir machen mal weiter. Discovery Tour kommt morgen wieder. Wie in Zeus Namen hast du meinen Hauptmann getötet? Autsch, das muss voll heiß sein. Hä? Wieso kommt die Menümusik? Er lebt noch. Ah, guck an. Ptolemäus Männer brechen durch. Nein, wir warten, bis ich das Signal sehe. Ich glaube nicht, dass du einer Frau eine so wichtige Aufgabe anvertraust. Wie soll die Flotte ihre Befehle empfangen? Habt Geduld, Cäsar. Alle Jagda ist. Komm, wir ziehen auf das Schlachtfeld. Mechai, decke den Rückzug. Viele haben an Aya gezweifelt und alle sind durch ihre Klinge gefallen. Ha! Hey! Hey! Aber irgendwas stimmt ja nicht. Was soll ich jetzt... Hä? Verteidige Caesar? Okay, ich muss nur kämpfen. Halt dich fest! Er lenkt selber. Oh mein Gott. Bist du so schnell mit dem Bogen, wie alle sagen, sonst sind wir tot. Konzentriert euch aufs Lenken. Genau. Ich halte sie auf Abstand. Das sind doch deine Landsleute, oder nicht? Alle, die unser Volk verraten, sind nicht meine Landsleute.
Da sind viele von denen hinter uns! Wo zieht er denn hin, ey? Da sind viele von denen hinter uns! Hauptsache hier dieselben Sprüche. Wir sind umzingelt! Ich arbeite daran! Dann arbeite schneller! Wow! Da! Hey, wer war das? Hey! Hinter uns! Der Wagen holt auf! Ich höre das noch mehr aufholen! Ich schieße so schnell ich kann, Römer! Ach, das ist nicht gut! Was ist denn? Hoffentlich finden wir es nicht heraus! Schneller! Vielleicht können wir ihn abhängen! What? Kriegselefanten? Sie ihn nicht. Wir müssen kämpfen. Haltet euch bereit, Caesar. Das wird schlimmer als eure bisherigen Schlachten. So schlimm kann es nicht sein. Es ist Osiris persönlich. Ja, genau. Diese blöden Kriegselefanten, Mann, die sind echt übelst OP. Übelst OP. Übelst. Mein Gott. Viel Glück. Kriegselefanten sind die stärksten Gegner im Spiel, nur die besten Spieler haben eine Chance, sie vielleicht zu besiegen. Wenn nicht, bin ich mal der beste Spieler oder einer der besten. Und wir sind am Anfang. Geht aus dem Weg! Was hab ich denn eigentlich alles? Ja gut, die Ziele, was... Ah, wir haben neue Infos zu Potinos. Potinos ist fest davon überzeugt, dass Diplomatie und kontrollierte Gewaltanwendung Ägypten Frieden und Wohlstand bringen werden. Er will Bayek und Aya kein Leid zufügen, doch er gehört zu den maskierten Männern an jenem tödlichen Tag in Siwa. Ah, das war der, der den anderen aufgehalten hat. Verteidige Caesar, das machen wir gerade. Und bei der... Nein... Hauptsache Fähigkeiten, ne? Halt dich fest! Hart nach links! Was habe ich denn überhaupt hier? Bist du so schnell mit dem Bogen, wie alle sagen, sonst sind wir tot! Nur den Bogen! Konzentriert euch aufs Lenken! Ich halte sie auf Abstand! Das sind doch deine Landsleute, oder nicht? Alle, die uns... Oder Moment? Vielleicht verraten, sind nicht meine Landsleute! Wenn er aufhört mit Quatschen, kann ich vielleicht dann da rein, meine Fähigkeiten. Jetzt? Und nein, Moment. Mann! Choco! Nee. Headshot. Da sind viele von denen hinter uns. Wir sind umzingelt. Ich arbeite daran. Dann arbeite schneller. Verdammt, wir müssen aufholen. Da bist du ja. Verdammt. Wer schießt da? Wer bist du? Hinter uns. Der Wagen holt auf. Ich höre das noch mehr aufholen! Ich schieße so schnell ich kann, Römer! Ich höre schon den Elefanten! Ach, das ist nicht gut! Was ist denn? Hoffentlich finden wir es nicht heraus! Schneller! Vielleicht können wir ihn abhängen! Wir müssen kämpfen! Haltet euch bereit, Caesar! Das wird schlimmer als eure bisherigen Schlachten! So schlimm kann es nicht sein! Es ist Osiris persönlich. Die Pfeile machen ihn nur noch wütender. Den Wagen ruhig halten. Ich konzentriere mich darauf, nicht zertrampelt zu werden, Ägypter. Ich habe eine Idee. Hauptsache, wir werden das verdammte Biest los. Wo schießt er denn hin? Hä, was soll ich damit machen? Wir müssen uns wirklich beeilen. Verstehe das. Ich habe eine Idee. Und dann sagt er mir nicht, was er für eine Idee hat. Da sieht man es doch mal mit dem Weltwunder. Die Pyramiden von Gizeh und der Leuchtturm, auch Pharos genannt, glaube ich. Das Blöde ist, ich muss immer wieder von vorne anfangen. Wenn ich gleich beim Elefanten anfangen würde... Ja, dieses Gequatsche nervt einfach. Es ist zu viel Zeit. Geht aus dem Weg! Halt dich fest! Hart nach links! Ich spare mir die Pfeile. Mit dem Bogen, wie alle ich habe sagen, eine Idee. Wo soll ich denn mit dem Speer dann hinballern? Konzentriert euch aufs Lenken! Ich halte sie auf Abstand! Das sind doch deine Landsleute, oder nicht?
Alle, die unser Volk verraten, sind nicht meine Landsleute. Also entweder ich muss... Hinter uns, Mann! Hallo? Ja, Sequenz. Zieh nach hinten! Wir sind umzingelt! Ich arbeite daran! Dann arbeite schneller! Da bist du! Ein Fähigkeitspunkt, lol. Der Wagen holt warum? Auf. Guck mal, da ich ist mein das Vogel. Noch mehr aufholen. Ich schieße Moment. So schnell ich kann. Mal gucken nochmal. Ja, da komme ich wirklich nicht rein. Was will ich mit diesem einen Punkt machen, ey? Verdammt, woher? Verstehe nicht, die Zeitlupe. Das ist nicht gut. Soll ja eigentlich mir einen Vorteil geben. Hoffentlich finden wir es nicht heraus. Schneller, vielleicht können wir ihn abhängen. Wir müssen kämpfen. Haltet euch bereit, Caesar. Das wird schlimmer als eure bisherigen Schlachten. So schlimm kann es nicht sein. Es ist Osiris persönlich. Die Pfeile machen ihn nur noch wütender. Den Wagen ruhig halten. Ich konzentriere mich darauf, nicht zertrampelt zu werden, Ägypter. Ich habe eine Idee. Hauptsache, wir werden das verdammte Biest los. Boah, jetzt ist aber schon ganz schön nah. Der Leuchtturm nähert sich schnell. Wir Nein. müssen uns wirklich beeilen. Wirf fester. Bitte nicht. Boah. Ey, yo. Da, die Flotte. Ich habe nichts mehr, das ich werfen kann. Jederzeit, Bayek. Oh, ins Auge. Und durchs Auge anscheinend ins Gehirn. Man wird Lieder über uns singen. Und jetzt, auf zu den Schiffen. Wir werden Helden des Schwerts und Verstands. Die Schlacht hat die ganze Nacht gedauert. Es ist jetzt Sonnenschein, ein neuer Tag beginnt. Boah. Okay, einfach nur Spam war das. Für alle anderen, die es auch zocken. Ich habe hintereinander weg die Pfeile einfach nur gespammt. Und bei dem ersten Versuch habe ich noch so gedrückt gehalten nach dem Motto, den Speer aufladen. 3 Tage später im Nildelta. Boah. Ihre Linie geht über 3 Stadien. Laut unseren Spekulatoren führt Potinus diesen Angriff. Beschäftigt ihr die Soldaten? Ich kümmere mich um Potinus! Ad Victoriam! Ja. Das ist schon ein bisschen so Endgame-Style alles, aber wir haben noch so viele Gebiete offen. Na ja, komm, wir rennen einfach durch. Potinus. Kuckuck. Kotzt der oder was? Aber mit Bayek, sehr gut. Oh. Nee, nicht schon wieder, bitte. Okay. Begrüße Jugurtha. Sie möchte gerne deine Bekanntschaft machen. Potinus, bald gehst du in die Duat ein. Sei bereit. Komm, Jugurtha. Angriff. Die Götter haben mich mit Boah, ich glaube, das Ausweichen habe ich raus. Du!
Okay, du bist oder auch nur nicht. Eine Mücke in unserem großen Plan. Oh, wie sehr ich wünschte, du könntest dich von hier oben sehen, Bayek. Keine Muni mehr? Du kannst dich immer noch retten. Beende diesen Kampf. Der brennt ja nicht mal. Hup. Okay. Ja, brennen. Oh, plündern, das muss ich. Hab ich's? Nein, da hat er mich voll erwischt. Plündern. Warte, aber unten hat er ja kein Schutzschild, ne? Boah. Oh, jetzt hat er einen doppelten Angriff gemacht. Beweg dich doch! Das ist natürlich immer blöd. Wenn er so liegen bleibt, ewig. Aber ich muss den hinten in den Arsch treffen. Oh mein Gott. Boah. Oh, der war knapp. Nein. Einmal kann er mich ruhig bewegen, bitte. Boah. Boah, das ist langwierig, der Kampf. Und mir tut schon wieder der Daumen weh. Boah. Was macht er jetzt? Komm! Alter, bitte? Beweg dich. Ich komme nicht mehr weg von dem Viech. So, warte, du musst brennen. Boah, der war gut. Nein! Alter... Nein. So, los weg erstmal. Ich lass den. Oh, okay, das sieht ganz gut aus, wenn ich jetzt nicht noch einmal fail irgendwie. Falsche Richtung gewählt. Oh mein Gott. Ja, Alter. Woo. Oh. Das hat's in sich. Deine Rolle in diesem aberwitzigen Orden ist beendet, Potinus. Triff deinen Richter. Sie sind zu weit gegangen in Siva. Ich wusste es. Aber ich wollte unbedingt Frieden für Ägypten. Dein Frieden lässt viele darben. Das ist unvermeidlich. In jeder guten Regentschaft. Bitte verzeih mir, Bayek von Siva. Der Fährmann kann bezahlt werden. Nun kann ich meinem Ruhm folgen. Es gibt keinen Ruhm mehr in Ägypten. Der miese Eunuch ist nicht mehr. So, Leute. Harter Kampf und... Oh, mein Daumen. Aua. Wird morgen mega wehtun den ganzen Tag. Ja, das war's. Wir haben den Kriegselefanten besiegt, aber ich glaube, die dann
die wir da gefunden haben, die sind bestimmt noch mal ein bisschen schwieriger. Ich meine, das ist irgendwie einfacher gegen jetzt. Aber vielleicht habe ich die richtige Taktik ausgewählt, indem ich immer auf den zugelaufen bin und ausgewichen, also im Gegensatz der Richtung, wie er ausgeholt hat, also versucht. Und das hat auch ganz gut geklappt, weil wenn ich hinter ihm bin, er kann mich nicht zertrampeln. Das passiert nicht, also das ist schon mal gut. Jedenfalls danke ich fürs Einschalten, gebt einen Daumen nach oben, wenn ihr auch so viel Spannung hattet gerade. Und ich habe es beim ersten Mal geschafft, den Elefantenkampf jetzt zum Schluss. Und wir sehen uns dann im nächsten Part, haut drin, bis dahin, tschüss.